Das Soundmobil entstand 2019 im Rahmen der Dogette Experience an der Pinakothek der Moderne in München. Die Dogette Experience ist eine Programmschiene für experimentelle Kunstvermittlung unter der Projektleitung von Miro Krämer. Das Soundmobil ist eine elektroakustische, bewegliche Klanginstallation, die ich für die Ausstellung Oeuvre Raoul de Keyser in der Pinakothek der Moderne konzipiert und gebaut habe. Die Idee dahinter ist, mit dem Soundmobil durch die Ausstellung zu fahren und Besucher oder Besucherinnen anzusprechen und zu einer spontanen Interaktion einzuladen. In dieser Aufnahme ist das Soundmobil vor Kandinskys träumerischer Improvisation in Aktion zu sehen. Der oder die Mitwirkende erforscht die unterschiedlichen Klangerzeuger und Instrumente und erstellt danach eine Soundcollage zu einem selbst ausgewählten Kunstwerk. Klangerzeuger sind mit Tonabnehmern präpariert und werden über ein Mischpult mit dem Computer verbunden. Während der oder die mitwirkende Klänge erzeugt, kreiere ich daraus Soundschleifen. Die Soundschleifen werden nur von meinen Interaktionspartnern und mir über Kopfhörer wahrgenommen. Es entsteht dadurch ein sehr intimer Rahmen. Der Sound soll der Kunstbetrachtung eine weitere Dimension hinzufügen. Er soll die Fantasie und die sinnliche Wahrnehmung des Betrachters anregen. Das Soundmobil ist ein wahnsinnig spannendes Instrument, um seine eigenen Sehgewohnheiten im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch neu zu hinterfragen, neu kennenzulernen. Es macht total Spaß, immer wieder neue Soundschleifen zu kreieren zu den Kunstwerken und es eröffnet wirklich wahnsinnig neue Sichtweisen auf die Kunst. Ich leite die interdisziplinäre Programmreihe Together Experience an der Pinakothek der Moderne. Die Together Experience erforscht experimentelle Kunstvermittlungsformate, um für die Besucherinnen und Besucher neue Brücken zu Kunst, Design und Architektur aufzuzeigen. Im Jahr 2018 hat Alexander Löwenstein für diese Programmreihe ein Format namens Speed the Design entwickelt, wobei es darum ging, dass aus einem vorhandenen Soundarchiv von Designstücken der neuen Sammlung neue Beats partizipativ mit den Besucherinnen und Besuchern entwickelt wurden, die dann veröffentlicht wurden. Aus diesem erfolgreichen Format heraus hat dann Alexander Löwenstein ein neues Format entwickelt namens Soundmobil. Eine mobile Soundstation in den Ausstellungsflächen, die die Interaktivität zwischen Werk, Besucher und Sound motiviert und damit ein völlig neues Erlebnis von Kunst, ein sinnliches Erlebnis möglich macht. Die Offenheit und der Ideenreichtum von Alexander Löwenstein für die neuen Wege in der Kunstvermittlung machen ihn zu einem wichtigen Baustein unserer Programmreihe.
Als Kurator für die zeitgenössische Kunst an der Pinakothek der Moderne war ich über Alexanders Beitrag zu meiner Ausstellung zum Werk des belgischen Malers Raoul de Keyser sehr glücklich. Raoul de Keyser ist ein Maler, der schon verstorben ist und in Deutschland nicht sehr bekannt. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er unglaublich frei experimentiert und seine Bilder sind überaus divers von der Art und Weise, wie sie gemalt sind. Es ist auch viel Humor darin, aber sie müssen sich auch erschließen einem Publikum. Und im Rahmen der Together Experience, einer Programmreihe zur experimentellen Kunstvermittlung, war Alexander mit seinem Soundmobil in der Ausstellung unterwegs. Ich war selber auch an manchen Tagen mit dabei und habe eben gesehen, wie dankbar diese Idee aufgegriffen wurde, wie interessiert das Publikum auf dieses Soundmobil zugekommen ist, mit Sound zu experimentieren, selbst dabei zu sein, Musik zu kreieren. Das war eine wunderbare Einladung und die führte dazu, dass mit dem anschließenden Anschauen der Bilder auch ein Eintauchen in die Kunst verbunden war. Durch einen eigenen Weg, der selbst beschritten wurde, wurden die Bilder plötzlich lebendig. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres. Und ich kann bei der abstrakten Kunst oder bei der Kunst, die nicht gleich sich so erschließt, nur sagen, dass man immer wieder neue Wege finden muss. Und das Soundmobil war so ein Weg.